Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute hat YouTube Gamescom auf der PS4 mal was vorbereitet. Und zwar in meinem Alltag in GTA 5, in meiner neuen Serie, geht es heute um Drogen und wie scheiße sie sind. Drogen cool zu finden, das ist in meinen Augen richtig scheiße. Drogen sind nicht gut. Und ich will euch etwas über Drogen erzählen. Ich habe schon oft YouTube-Videos gemacht über Drogen. Aber ihr werdet alle irgendwann mal zu 90-95% Kontakt mit Leuten haben, die Kokain oder MDMA oder andere Drogen zu sich nehmen. Und die werden euch irgendwann mal auch Drogen anbieten. Und ihr müsst ganz klar sagen, no, bitch, fick dich. Und wenn du das mehrmals sagst, nein, Digga, ich nehme keine Drogen, ich will die nicht, und er jubelt dir die immer noch an, was es leider oft gibt, die sagen dann, ey, komm, nimm jetzt, sei keine Spaßbremse. So, da machst du Folgendes, dann nimmst du deine Faust, ballst sie zusammen und schlägst ihm alle Zähne raus. So. Das ist das Erste, was du machst. Und dann verpissest du dich. Er wird dich anzeigen, du wirst Schadensersatz zahlen müssen und so weiter. Aber du hast deine Ehre wiederhergestellt. Das sollst du machen. Denk an meine Worte. Ja, Drogen sind richtig scheiße. Besonders, wenn Leute Drogen angeboten bekommen, obwohl man gar keine will. Ist das richtig scheiße. Ich habe im Endeffekt nichts gegen Leute, die Drogen nehmen. Ich kenne genug Leute, die Drogen nehmen. Wobei das Wort Drogen eigentlich ein schon schlimmes Wort ist. Ein schlimmes Wort, finde ich, weil man damit immer etwas Kriminelles verbindet. Mord, Totschlag und so weiter. Das ist natürlich nicht so. Wobei es natürlich Ausnahmen gibt. Auf jeden Fall, diese Drogen, die es gibt, schaden im Endeffekt nur einen. Und das sind die Leute, die es konsumieren. So. Ne, wenn ich jetzt die Droge Crocodile nehme, eine unglaublich aggressive Droge, die einen Menschen innerlich zerfrisst, ja. Wem schade ich damit? Ja, mich, genau. Jemand, der Drogen nimmt, schadet sich immer selbst. So. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Bandenkriminalität oder Kartelle. Ne? Das sind Leute, die Routen haben, zum Beispiel von Mexiko in die USA. Und diese Routen, die werden verteidigt. Ne, mit Waffengewalt, und dann sterben immer wieder Zivilisten und Polizisten, da gibt es Auftragsmorde, Rachemorde, da werden einfach Leute hingerichtet, und dann wird noch eine Karte beigelegt, ja, Ciudad Juarez, Los Zetas oder was weiß ich, irgend so ein Kartell, oder der Kopf wird abgehackt. Ah, Kopf abhacken, das kann doch nur die Los Bimbo sein, ja. Auf jeden Fall sind Drogen wirklich scheiße. Und ich bin ja aus der Gastronomie und ich weiß ja, ich nehme auch Drogen. Alkohol zum Beispiel. Ja, muss sein, Alkohol. Na? Abends mal ein Bier oder so. Nehme ich auch, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ganz, ganz wenig. Und braucht man alles gar nicht. Ist wirklich unnötiges Zeug. Würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. So, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Drogen haltet. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Ludogamescom auf der PlayStation 4. Ciao!